Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Matchday-Video. Wir vergleichen wieder die Match-Attacks-Bundesliga mit der Match-Attacks-Champions-League. Nachdem wir schon die Booster und die Multipacks miteinander verglichen haben, kommt jetzt als vorerst letztes Video die Mini-Tins an die Reihe. Und auch hier vergleichen wir dann München aus der Bundesliga-Serie, die es ganz normal im Kiosk zu kaufen gibt, mit der Mini-Tin der Champions-League-Serie, die es auch leider nur in England gibt, sowie das Multipack auch. Und genau, wir schauen wieder, welche Karte von den Werten her die bessere ist. Wie immer, die Limi zählt nicht. Wir vergleichen nur die regulären Karten miteinander und schauen, was am Ende, welche Serie am Ende die bessere Karte hat. So, die Limi gucken wir uns erst zum Schluss an. Hier ist es ja mehr oder weniger egal, da es ja drei verschiedene einfach sind, aber hier ist ja wieder interessant wegen Gold, Silber oder Bronze. Weil es auch, glaube ich, drei verschiedene waren, oder? Ich weiß es. Ich krieg mir deutlich mehr durch bei den vielen Produkten, muss ich ehrlich sagen. So. So, und dann hätten wir an Karten, die tun wir unten hin. Also, wir haben Oskar Wendt 71. Johannes Geis 70. Jonas Hoffmann 65. Daniel Caligiuri 72. Julian Korb 66. Simon Terodde 77, beste Karte im Moment. Christian Gentner 70. Martin Harnik 69. Jan Ingwer Carlsen-Bracker 64. Douglas Santos 64. Mitchell Weiser 73. Mahmoud Dahoud 74. Naby Keita 80. Marc Bartra 77, Scout. Arturo Vidal 84, geht höher. Robert Bauer 65. Amir Abrashi 66. Philipp Bargfrede 68. Jeffrey Bruma 74. Danny Latza 67. Alexander Esswein 69. Maximilian Arnold 74. Fabian Frey 63. Kevin Volland 76. Sebastian Aller 67, Danny Da Costa 57, Joel Poyanpalo oder Poyanpalo, glaube ich, spricht man das aus, 69, dann hätten wir ein Club-Logo von Eintracht Frankfurt, sehr gut, zählt aber nicht in dem Fall, weil er hat keinen Wert, Kerem Demirbay 73, also keinen Angriffs- oder Verteidigungswert, das hat ja keins der Club-Logos, dann hätten wir, Demirbay hatte 73. Konstantin Rausch mit 62, Marc Uth mit 72, Thiago mit 84, genauso viel wie Vidal. Dann hätten wir Neuer mit 99, ganz weit oben. Kevin De Bruyne mit 97, bleibt weiter unten. Toni Janschke mit 81, bleibt auch da unten. Kevin Vogt 85, ebenfalls. Wir haben Franck Ribéry als Club 100, also 101, 101 von 2008, 2009, das ist damit eindeutig. Oh, Alter, was ist das denn für eine Tin? Was ist das denn für eine Tin? Eine reguläre Club 100 und eine Club 100 aus der 10-Jahres-Kollektion. Boah, also wir haben jetzt quasi Werte von 99, 100 und 101. Puh, okay, das wird heftig. Und die Limi ist Bernd Leno mit 94. Okay, das wird eine heftige Nummer für die Champions League-Saison. Alter Schwede. Naja, dann wollen wir auch gleich mal reingucken, wie es hier ausschaut. Was die Champions League dem Ganzen entgegenzusetzen hat. Spannend, spannend auf jeden Fall. So. Gab es hier? Doch, Gold, Silber und Bronze, die Limited Edition. Ich weiß noch nicht mal auswendig, was für eine Limi es ist, aber es ist auf jeden Fall ein derselbe Spieler. Und den gibt es eben entweder in Gold, in Silber oder in Bronze. So. Das ist wieder der Spieler hier unten vom FC Barcelona. Okay, die Powerkarten sind hinten, dann fangen wir hier an. Andres Iniesta, ein UCL All-Star mit 92, schon mal ein guter Start. Thomas Müller, 83. Mattia Desciglio, 75. Angel Correa, 71.
Corentin Tolisso, 81. Juan Cuadrado, 79. Dann haben wir eine Codekarte. Phil Jones, 78. Christian Pulisic, 76. Oder Christian Pulisic, wenn das von der Dings her hier, von, muss das ja eher Englisch ausgesprochen werden. Alisson Becker, oder Alisson Becker, 74. Nemanja Matic, 80. Gonzalo Castro, 71. Victor Wanyama, 79. Jonas, 68. Ritgesiano Habs, 66. Danny Rose, 84. Bruma, 75. Beşiktaş Club Logo. Nikolai Thompson, 60. Defensive Duo Gerard Piqué und Samuel Umtiti mit 87. Passt auch noch nicht. Nikolai Boylissen, 61. Manchester City Club Logo. Oğuzhan Özyakup, 73. Defensive Duo Kamil Glik und Emerson, 83. Omar Gaber, 62. Adrien Trebel, 59. Yassine Brahimi, 75. David Kalla, 58. Jorge, 70. Andrew Robertson, 70. Marcos Alonso, 80. Fabinho, 84. Ivan Rakitic, 82. Thiago Motta, 77. Yaya Touré, 67. Nelson Semedo, 77. Dann kommen jetzt die Powerkarten. Da hätten wir so, noch ist der UCL All-Star vorne. Das ist blöd, den hätten wir als hinterher ziehen sollen. Das wäre besser gewesen wahrscheinlich. Timo Werner für Leipzig mit 78. Luisão mit 71. Soares mit 73. Gerard Piqué mit 87. Das wird besser. Paulo Dybala mit 86, dann ein Hattrick-Hero. Sergio Aguero mit 85, reicht auch noch nicht. Man of the Match Naby Keita mit 89, reicht ebenfalls noch nicht. Club 100 Bernardo Silva, na also, das ist doch schon mal jetzt die höchste Karte. Und Isco mit 83 Angriff. Ja, also. Das kann aber selbst die Limi wird ja nicht über 100 haben. Wir wollen trotzdem gucken, was es ist. Es ist die, die Gold-Limi von Luis Suarez. Saugut. Sehr, sehr gut. Die Gold, also die, ja, die seltenste Limi. In jeder achten Tin nur drin. Sehr gut. Also wenn man davon mal ausgeht, ist die Tin eindeutig eine Super-Tin gewesen. Definitiv. Aber wir haben hier Club 100 in beiden Karten, in beiden Tins drin. Nur hier ist halt die Club 101 noch mit drin. Und ja, die ist dann dementsprechend dann doch die seltenere. Und demnach geht dieser Punkt auch an die Bundesliga. Und damit hat die Bundesliga das Mini-Tin-Battle gegen die Champions League gewonnen. So stellt sich zumindest hier dar. Genau. Wie immer, schreibt mir in die Kommentare eure Meinung zu dem Ganzen. Wie gefällt euch das Ganze? Habt ihr Änderungsvorschläge vielleicht, wie es beim nächsten Mal anders machen soll? Schreibt mir das auf jeden Fall rein. Ich bin dafür Vorschläge offen. Keine Frage. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich riesig drüber freuen. Wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Ansonsten, danke euch fürs Einschalten. Hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao.